angesichts der Zerstörung Palästins und der Berge von Leichen stellt sich die Umma die Frage, was all dem ein Ende bereiten kann. Es dauerte nicht lange, bis die Regenten in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt sind. Doch obwohl die Scharia dem Herrscher vorschreibt, das Blut der Muslime zu schützen und es als heilig erklärt, denn das Blut des Muslims ist bei Allah mehr wert als die Kaaba, handeln sie nicht gemäß dem, was ihnen befohlen wurde. Sie handeln gemäß säkularer Prinzipien. Für sie hat die Politik nichts mit dem zu tun, was Allah dem Herrscher befohlen hat. Weder wenden sie den Islam an, noch respektieren sie ihn. Im Gegenteil, sie missachten den Islam und gebieten das Verbotene. Die Masken der islamischen Länder und ihrer Herrschaftsformen sind gefallen. Die Umma erkennt nun, dass keine Demokratie, keine Monarchie und keine Republik sich für die Interessen der Muslime, für ihren Schutz und ihre Sicherheit einsetzen wird. Doch nun gibt es Muslime, bei denen ein Konflikt entsteht. Auf der einen Seite verstehen viele Muslime, dass wir als Gemeinschaft unter einer islamischen Flagge vereint werden müssen und dadurch am besten geschützt werden können. Auf der anderen Seite sind die Muslime sehr sündhaft und viele schändliche, bei Allah verabscheute Taten haben sich unter uns verbreitet. Sie fragen sich, ob die Muslime bereit sind für ein Leben unter der Scharia, obwohl sie selbst nicht immer Scharia-konform leben. Jeden Tag rezitieren wir den Koran. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Was lehren uns diese Worte? Was möchte uns Allah dadurch mitteilen, wenn er subhanahu wa ta'ala seine Barmherzigkeit so häufig im Koran betont? Ganz einfach. Alles, was Allah für uns bestimmt hat, sei es eine Pflicht, eine Strafe oder ein Schicksalsschlag, ist eine Gnade. Jeder Rechtsspruch ist ein Teil der Rechtleitung und der Gnade Allahs. Und die Zusammenfassung all dieser Rechtssprüche ist die Scharia. Die Frage also, ob die Muslime bereit dafür sind, nach der Scharia zu leben, ist wie als würde man fragen, ob der Muslim bereit ist, die Gnade Allahs zu empfangen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über seine Gesetzgebung, Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben. Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf das ihr bedenken möget. Das Urteil Allahs, welches uns durch die Scharia zuteil wird, ist ein gerechtes Urteil. Deshalb ist die Frage, ob ein Muslim bereit für die Scharia ist, als würde man fragen, ob der Muslim bereit dafür ist, gerecht behandelt zu werden. Der Mensch lebt bereits so lange, umgeben von Unbarmherzigkeit und Ungerechtigkeit, dass er nicht mehr weiß, wie es ist, wenn es anders ist. Stell dir vor, du hättest eine lange Zeit einen Rucksack voller kaputter Werkzeuge und nutzloser Gegenstände getragen. Dieser Rucksack symbolisiert die Jahre mit ungerechten Herrschern, die ihr Wohl über das ihrer Bürger und viel schlimmer über das von Allah subhanahu wa ta'ala gestellt haben. Sie sind eine Last, welche der Umma ihre Reise schwer macht. Wie dieser Rucksack voll nutzloser Dinge nichts als eine Last ist. Wenn man dann mal etwas von ihnen braucht, sind sie wie die kaputten Gegenstände, welche keine Probleme lösen und die Situation nur verkomplizieren. Doch mit der Zeit hast du dich an das Gewicht dieses Rucksacks gewöhnt und erwartest auch nicht mehr viel von den Werkzeugen, die sich darin befinden. Nun suchst du vertrauenswürdige, aufrichtige Führungspersönlichkeiten, welche dir den alten Rucksack abnehmen und die alten, kaputten Werkzeuge und nutzlose Gegenstände ablegen und stattdessen durch einen neuen Rucksack ersetzen. Dieser neue Rucksack symbolisiert eine gerechte, aufrichtige Führung, welche deine Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert und die Probleme der Menschen mit seinen anderen intakten Werkzeugen löst. Dieser Wandel ist eine Veränderung, die in einigen ein unwohles Gefühl hervorruft.
weil man Angst hat vor der Veränderung und Angst vor dem Unbekannten hat. Es ist absurd, doch man fühlt sich zu einem gewissen Maß sicher in dem schlechten Zustand, weil man weiß, was einen erwartet. Doch ist es nicht viel angebrachter, sich zu fragen, wie die Muslime es ertragen können, ständig mit Unterdrückung und Ungerechtigkeit regiert zu werden? In einem Zustand, bei dem Allah und sein Gesandter beleidigt werden können und niemand Konsequenzen fürchtet? In einem Zustand, bei dem die Bodenschätze der Muslime von bestimmten Familien und Staaten geplündert werden, das Blut der Muslime wertlos geworden ist und Nachrichten über Foltergefängnisse, Vertreibung, Vergewaltigung und Armut beinahe normal geworden ist? Die Frage ist viel eher, wie lange kann diese Umma ein Leben ohne die Scharia noch ertragen? Wobei sie doch herabgesandt wurde, um das Verhalten der Menschen zu korrigieren, um seine Persönlichkeit zu erziehen und seinen Verstand, seine Familie, sein Hab und Gut, seine Ehre und sein Blut zu schützen. Ein aufrichtiger Herrscher, der mit der Gerechtigkeit der Scharia über die Muslime herrscht, ist die Lösung, nach der diese Umma sucht und nach der sie sich sehnt. Diese Umma hat in den letzten Wochen gezeigt, dass sie mehr als bereit ist, die Gnade Allahs zu empfangen.